Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Soul Mask. Wenn ihr Bock habt, auf unserem Server mitzuspielen, dann joint gerne dem Discord. Hier haben wir eigene Server wie Enshrouded, Soul Mask und so weiter. Ne, eigentlich nur die zwei. Also was geht ich da schon wieder für einen Schmarrn? Lasst auf jeden Fall einen Like da. Wenn euch das Video gefällt, klickt den Abo-Button und vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu aktivieren. Und in dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ja, Leute, wir sind wieder zurück. In meiner Base, wenn ihr euch dran erinnert, haben wir beim letzten Mal ja versucht, diesen blöden Panther kaputt zu machen. Das Nest der Bestie, wie sie es auch so schön nennt. Und eigentlich dachte ich, dass drei meiner Gefolgsleute gestorben wären. Aber wenn man sich das jetzt hier mal so anschaut, ist hier noch der Feuerstein-Barbar und hier noch mein Alpaka. Und das möchte ich eigentlich auf jeden Fall zurückhaben. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich da jetzt als allererstes mal hindüse und hoffe, dass es irgendwie klappt. Ich will jetzt nicht versuchen, dass ich ihn nochmal K.O. schlage. Ich will einfach nur das Zeug von dort holen. Den Loot habe ich schon geholt. Das hat ganz gut geklappt. Aber der Feuerstein-Barbar lag da eben komisch rum und ich konnte ihn nicht anklicken, weil ich dann gleich wieder attackiert wurde. Deswegen, wir gehen los und hoffen... Oh scheiße, Piranhas, dass es irgendwie klappt. Ach, wir sind jetzt angekommen und er kämpft da unten jetzt schon gegen meinen Feuerstein-Barbaren. Und er hat ihn erledigt? Seriously? Wie hat er denn das jetzt gemacht? Hä? Sammle Kopfexemplare. Ah, schalte Spitzenjäger frei, um vom Ziel eine Probe zu... ja. Also... Danke, Feuerstein-Barbar, wie auch immer du das jetzt gemacht hast. Krass. Naja, aber eigentlich ganz chillig, weil so habe ich sie auf jeden Fall dabei. Kommst du? Und mein Alpaka kann ich auch retten. Juhu. Alpaka. Reiten. Nice. Das heißt, wir können jetzt eigentlich uns wieder das nächste Ziel suchen, weil... tatsächlich er ja besiegt wurde. Hä, das finde ich so krass. Wie geht das? Naja, never mind. Ich will mich eigentlich nicht beschweren drüber. Aber wartet mal, da steht ja Wächter. Ist dann hier sonst noch irgendwas? Das ist halt jetzt die Frage aller Fragen. Ich meine, hier die ganzen Knochen kann ich sammeln. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber was ist hier sonst noch? Also Leute, wenn hier noch irgendwas ist, wie eine Kiste oder so, dann schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, weil ich sehe jetzt hier sonst eben nichts mehr. Gut, dann machen wir uns auf zum nächsten Ziel und das nächste Ziel wäre ja dann hier die mittlere Mine mit Zinnerz. Wir markieren es uns wieder und dann schauen wir mal, was da so ist. Komm mal, Paki. Wir düsen da jetzt ganz gechillt hin. Bin ja echt froh, dass ich den Begleiter jetzt auch wieder habe, weil ich meine, gut, wir haben trotzdem zwei verloren, aber zwei sind besser als drei. Und außerdem haben wir ja die eine dann da auch noch rumliegen. Da müssen wir dann auch mal schauen, was mit der ist. Da komme ich nicht runter. Das heißt, ich muss da irgendwo lang. Naja, durch die ganze Vegetation. Aber dann sind wir eigentlich auch gleich schon wieder da. So, also... wir steigen ab. Das Alpaka kann mal da stehen bleiben. Okay, nice. Also sie scheint da wirklich gut drin zu sein, irgendwelche Viecher umzubringen. Wir nehmen das natürlich wieder mit. So. Und dann... oh, scheiße, jetzt wird es dann gleich schon wieder dunkel. Gucken wir mal, wo ist denn der Mineneingang? Da müssen wir wahrscheinlich doch... erst wieder hier runter, oder? Eider und Knopf. Ah, hier ist auf jeden Fall was, was ich glaube ich nicht kenne. Das wird instant mal, ja sag er mal, abgebaut. Erhalte Zinnerz, nice. Jetzt ist leider mein Ding schon fast im Arsch. Das ist natürlich wieder belastend. Okay, reicht nicht aus. Hast du zufällig noch irgendwas dabei? Nö, sie hat auch nur eine kaputte. Blöd.
Oh, und da ist irgendwas, was uns hört. Oh, oh mein Gott, hilf mir. Komm, kämpfe, meine Gute. Ich sehe nichts. Scheiße. Na los. Ah, okay. Den habe ich tatsächlich selber auch mitgemacht. Puh. Wir können ja zur Sicherheit schon mal das Licht anmachen. Und da stand doch, es ist eine Mine. Das heißt, es muss doch... Ah, da ist der Eingang. So, und da müssen wir jetzt mal aufpassen. Was haben wir denn hier? Ah, ein Todespaket. Ach, dann hat der Leopard hier schon aufgeräumt. Das ist ja geil. Vielen Dank dafür. Oh, da ist aber was. Kannst du bitte da mal angreifen? Okay, die Ander. Ich guck mal aus der sicheren Entfernung. Ist er schon tot? Ja, tatsächlich. Geil. Was habe ich denn da für ein Überding? Dann greif den auch mal an. Komm her, du. Hör auf damit. Das war witzig. Okay. Ja, hier sind halt echt einige, ne? Schaut mal her, sie schießt und er fällt um. Greift den auch an. Aha, ja, bei dem klappt es nicht so ganz, ne? Oh. Na dann. Was kann ich denn am Modus aktiv? Wir machen mal F4, weil dann macht sie es nämlich, glaube ich, von selber. Wo geht's denn hier noch hin? Das ist ja riesig. Da ist auf jeden Fall wieder jemand. Den machen wir mal kaputschko. Ist hier denn sonst jetzt noch irgendwas oder war es das hier? Ich sehe halt jetzt nichts mehr. Ich glaube, dass wir dann hier durch sind tatsächlich. Dann geh mal wieder raus, weil... Wie gesagt, ich habe ja jetzt eh keine Spitzhacke mehr. Oder kann ich sie vielleicht reparieren? Warte mal, das könnten wir natürlich noch probieren. Nein, kann ich leider nicht. Muss in einer Handwerksbank gemacht werden. Was hätten wir denn jetzt noch als nächstes Ziel? Die uralte Ruinenreste. Wächter, Plünderer, Anführer. So, und die Nacht ist vorbei. Wir gehen also hier zu den uralten Ruinenresten. Reiten wir einmal dahin. In der Hoffnung, dass nicht wieder irgendwo irgendwelche Panther auf uns lauern. Warte mal hier, nicht, dass du dir weh tust. Über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Oh, ich glaube, da fängt es schon an, wenn ich mich nicht täusche. Kannst du da hoch? Ja, aber hier ist kein Eingang. Okay, dann müssen wir doch was anderes suchen. Einmal da lang vielleicht. Ah, ja, wir hätten natürlich auch den Weg nehmen können. Oh, da ist schon wer. Ich möchte absteigen, denn die attackieren hier meinen Alpaka. Was wirfst denn du eigentlich? Wow, Hilfe. Na komm. Oh, was hat der denn dabei? Korrosionsbehälter. Ist ja interessant. Da hinten ist der nächste. Kann ich ihr eigentlich sagen, dass sie hin soll? Ja. Aber sie kann das eigentlich mal alleine machen. Ah, nee. Ja, die schmeißen alle irgendwas. Oha, habt ihr das gesehen? Weg mit dir. Ihr geht's gut. Das ist schön. Wo? Ach, da bist du. Ich muss auf jeden Fall auch mal... Oh ja.
Also einen muss ich mir auf jeden Fall irgendwie mitnehmen, aber das Blöde ist, da müsste ich ja dann wieder laufen. Das ist schlecht. Oder mir endlich mal so einen Alpaka-Sattel machen. Das ist groß hier. Scheint aber nur sie hier zu sein. Hey, hörst du gefälligst auf? Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich lang muss. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. Und dann gucken wir uns später an, was wir alles jetzt gesammelt haben. Hörst du auf? Hey, der verbindet sich. So haben wir nicht gewettet. Da ist auch wieder jemand. Klappt erstaunlich gut heute, ne? Hier haben wir wieder eine Kiste. Irgendwo muss ja auch noch der Obermufti sein, oder? Ich muss mich auch dringend verbinden. Was gibt's denn hier Schönes? Coole Sache. Ihn müssen wir noch looten. Okay. Was ist das hier? Inschrift lesen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ach so, ich muss E gedrückt halten. Okay. Dreieck. Immerwährend mit unerschöpflicher Macht. Du hast die Inschrift gelesen. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo eine? Da muss man dann echt tatsächlich immer gut gucken, dass man nichts übersieht. Das heißt, wir müssen hier lang zurück und irgendwie hochkommen. Und sie geht brav und kämpft. Ich gucke mich dabei kurz um. Und hier ist auch die Treppe. Oh, da kommt der Nächste. Das ist natürlich doof. Lasst sie in Ruhe. Sie ist meine beste Kämpferin. Oh, jetzt sind ja schon drei da. Oh oh. Oh nein. Ja, kümmere dich um sie. So, und er. Please, mach ihn. Nein, wieso rennst du weg? Wow. Ich muss mich unbedingt verbinden. Geh weg von mir, du Pisskopf. Ach, du mit deinem Blöden. Ich sollte vielleicht auch mal ein Schild benutzen. Jetzt habe ich mich noch geheilt. Oh. Komm zurück und hilf mir. Ja, also. Verbinden gilt nicht. So. Dann haben wir ja hier wieder Todespackerl. Hier ist noch eins. Und von da schießen sie auch schon wieder. Oh, scheiße, mein Speer ist auch fast kaputt. Oh mein Gott. Oh, was hat der alles verloren? Krass. Komplettes Outfit. Eigentlich würde ich mir sie gerne zähmen. Nein, halt. Oh, jetzt ist sie tot. Schiddel. Wer, was war das? Das war cool. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Nur noch das hier in der Mitte, oder wie? Was geht hier? Eine Inschrift. Die Inschrift lesen. Oh, da hinten steht auch noch wer. Den dürfen wir da nicht vergessen. Ein Dreieck, ein Göttertotem. Es steht für unbegrenzte Herrschaftsgewalt und unübertroffene Stärke. Kein Mensch wird es je beherrschen können. Okay. Das ist interessant. Plünderer Elite. Puh. Warte mal, ich will, dass du passiv bist, also F6. Na komm. Musst schon treffen.
Ja, treffe ich ihn oder nicht? Nee, scheint nicht. Oida. Keine Pfeile mehr. Hier habe ich noch eine Bronzeklinge. Dann nehme ich mal die. So, und dann machen wir jetzt weiter. Ich will den nämlich zähmen. Was ist denn er eigentlich für ein Riese? Alter Verwalter. Lass. Oh, oh, fuck. Oh, fuck. Rette mich ist F7. Rette mich, bitte. Nein, töte sie nicht, bitte. Hallo, F7. Sie heilt sich und ich heile mich auch. Okay. Weißt du, das... Kann ich aufstehen? Ja, lauf, lauf. Und folge mir schnell. Heil dich. Wo ist der Penner? Die haben alle im Bogen. Wir machen mal Modus F4. Komm, werde ich. Gegen die Blöden. Genau, geh du zu ihm und ich gehe hier zu ihm. Ich will dich ehen. Ich will dich knechten und foltern. Nein, Spaß. Komm schon, wann kann ich dich... Wieso kann ich ihn denn nicht... Kann ich ihn nicht zähmen? Nö. Kann ich anscheinend nicht. Okay. Oh, wow, der hat ja richtig geilen Stuff. Aber jetzt helfen wir ihr noch schnell. Dann schauen wir, dass wir uns diesen Sattel machen. Und dann können wir uns hier ja auch nochmal bessere Krieger holen. Ah, meine Nase juckt von Katzenhaaren. Oida, was prügelst du denn auf mich ein? Hör auf damit. Na endlich. Super. Sind wir hier jetzt durch? Müssen wir noch irgendwo hin? Ich glaube, da hinten müssen wir noch ums Eck gucken. Also quasi hier geradeaus. Da müsste noch jemand sein. Und dann müssten wir aber durch sein. Hier ist keiner mehr. Jetzt schauen wir hier aber trotzdem erstmal, weil hier nämlich noch eine Kiste ist. Schaut an. Oh, und plünderer Anführer ist er. Oh Gott, ich habe Angst. Wow. Was tust du? Sie schmeißt immer noch diese Dinge. Und wieso rennt er eigentlich weg? Scheiße, dass ich keine andere Waffe mehr habe. Mann, hör auf. Deinen blöden Speer. Ah, der hat mich getroffen. Wow. Das geht aber hier. Wieso kommst du denn zu mir zurück? Kämpf. Scheiße. Aua. Vielleicht ist ihre Waffe auch kaputt. Okay. Wow, geh weg von mir. Ach, du bist hässlich. Ja. Jetzt kann ich ihn vielleicht anzünden, aber ich habe doch gar nichts zum Anzünden. Was schmeißt sie da alles? Okay. Mann. Oh, bitte lass sie in Ruhe. Sie hat ja nichts getan, aber ihr geht's noch relativ gut. Ich habe keine Dinger mehr. Scheiße. Hier, Bronzeklinge, mal wieder. Dann heilen wir uns aber noch schnell. Auf damit. Oh, er ist tot. Und ich habe einen Erfolg erzielt. Wow, hat der richtig geiles Zeug. Okay, wir müssen aber dann natürlich noch darauf schauen, weil da ist bestimmt auch wieder irgendwas, was man lesen kann oder so. Oder hier so ein Teil in dem Fall. Eine Kiste, die zweite Kiste. Schauen wir uns erst die an.
Und jetzt schauen wir, was das hier ist. Halte für Erhalt. Was habe ich bekommen? Aha, irgendein Steintisch. Okay, das konnte ich jetzt gerade nicht richtig sehen. Leute, ich glaube, dass wir es geschafft haben. Das heißt, wir düsen zu unserem kleinen Alpakachen und reiten dann erstmal nach Hause. Und da gucken wir uns dann tatsächlich alles an, was wir jetzt hier so gelootet haben. Hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, ich wollte gerade nach Hause reiten und habe jetzt hier aber noch ein Portal entdeckt. Ist hier irgendwer, der es bewacht? Nee. Kann ich da auch, Interaktion? Drücke und halte E. Südregenwald Portal erfolgreich aktiviert. Ach geil, und wo kann ich mich jetzt hinporten? Wahrscheinlich nur zu einem anderen. Ja. Okay, na super, aber dann haben wir das wenigstens auch. Geil. Heute ist ein richtig erfolgreicher Tag. Aber jetzt gehen wir erstmal heim. Wir sind also ohne weitere Zwischenfälle schön zu Hause angekommen. Und Entsendung beenden. Was haben wir denn? Ja, wir sind total überlastet und haben auch mega Hunger. Dann isst doch mal kurz hier so ein Spießgedöns. Hier ist unser Mais. Der ist reif, den können wir also auch ernten. Okidoki, dann tun wir mal deine Entsendung auch beenden. Das ist das Bronze Rambock. Geil. Zivilisation, von einer Omega-Zivilisation zurückgelassene Maske. Da muss ich dann auch gucken, was man damit macht. Ja, und ganz viele andere Sachen. Und die würde ich aber sagen, gucken wir uns dann genauer im nächsten Part an. Denn ich beende den Part an der Stelle. Also mir hat es ultra viel Spaß gemacht und wir sind wirklich super durchgekommen. In dem Sinn, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!